Ein Corona-taugliches Schmusetier. Was will man mehr in diesen Zeiten? Und doch muss der Bär seine heimatliche Höhle bald verlassen. Auf die Dauer braucht er ein neues Zuhause, weil ich nur eine kleine Wohnung habe. Und da ist er einfach zu groß. Und ich möchte selber wissen, wo er landet. Dass er in gute Hände kommt. Und ich bin kein Bärensammler, sonst hätte ich ihn vielleicht adoptiert. Aber ich finde ihn trotzdem schön. Was haben Sie damals dafür bezahlt, für den Bären? Ich glaube 5.000 D-Mark. Er hat uns einfach so gut gefallen. Steckt da ein großer Name dahinter? Das ist ja ein Steifbär, Knopf im Ohr. Ja. Und wahrscheinlich ist er im Wert gestiegen, was meinen Sie? Manche Bären steigen im Wert und manche nicht. Also deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was die Experten da zu sagen haben. Hallo, grüß Gott. Ach, oh, ist sehr schön. Was haben Sie uns denn da Großartiges mitgebracht? Ein Hausfreund in Bärengestalt. Mhm, ja. Er ist sehr zauberhaft. Und er begleitet Sie schon lange? 30 Jahre etwa. Oh, woher haben Sie den bekommen? Den hatte eine Antiquitätenhändlerin vor 30 Jahren auf der Auer Duld an ihrem Antiquitätenstand. Und er hatte ein großes Schild um 100-mal streicheln hält kein Bär aus. Da war er noch ganz neu und ganz flauschig. Ach, herrlich. Und er ist immer noch wunderbar erhalten. Ja. Nicht? Also vor allem so die ganz empfindlichen Teile wie die Krallen oder wenn man hier die Nase sich anschaut. Er ist nicht irgendwann mal umgestürzt. Er wurde immer. Doch, er hat einmal einen geschmückten Christbaum umgeworfen. Oh, okay. Schon einen Schaden verursacht. Ja, und wir können natürlich gleich sehen, dass es sich um ein Steifexemplar handelt. Ich neige mal ein bisschen nach vorne. Hier sieht man den großen Knopf, wunderbar erkennbar, in einer Sondergröße, passend zu diesem riesigen Bären und noch mit der gelben Fahne dabei. Und das war natürlich nichts, was man mal so eben für das Kinderzimmer erworben hat. Also das war wirklich der Zufall auf der Messe, ihn da entdeckt zu haben. Auf der Auer Duld. Und mein Mann war ein Bärenfan, kein Sammler, aber ein Bärenfan. Ja. Und als wir den gesehen haben, haben wir uns gleich damit angefreundet. Und als die Antiquitätenhändlerin aus Pullach weggezogen ist, hat sie uns den angeboten, weil sie ein Plätzchen suchte, wo er ein gutes Zuhause hat. Ja. Und sie wollte nicht, dass es jemand als Aktie kauft. Ja. Sie haben sich ja auch passend mit einer wunderschönen Bärenbrosche geschmückt. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, also der Bär ist ja eindeutig steif vom Alter her. Haben Sie recherchieren können? Ich habe bei Steif angefragt, aber ich habe leider nur ganz wenig Auskunft bekommen. Also aus den 70er Jahren. Mich hätte der Designer interessiert und auch in welcher Auflage er ist. Also bei der berühmten Bärensammlerfamilie Volp in Amerika stand er ja im Treppenhaus, also ein Zwillingsbruder. Ja. Aber mehr habe ich jetzt von Steif leider nicht. Amerika ist ein guter Stichpunkt. Ich glaube, hier drüben liegt ein Zollstock. Darf ich den mal haben? Vielen Dank. Ja, müssen wir mal messen. Vielleicht bringt uns das etwas näher. Ja, wir sind bei 1,80 Meter. Es gab diese Großbären zwischen 1972 und 80 und die waren 1,90 Meter groß und ein bisschen schlanker. Und Sie haben ja vorhin auch Amerika erwähnt. Es gab diese Großbären, die wurden knapp vor den 70er Jahren angetestet in Amerika. Und da der wirklich recht korpulent ist und 1,80 Meter, vielleicht ist es so einer, der eben für diese Antestung im Vorfeld produziert worden ist und dann knapp vor 1970 hergestellt wurde. Aber viel mehr kann man eben leider dazu auch nicht sagen. Das und von der Auflage kann man jetzt, weiß man auch nichts mehr. Also ich denke, das ist eher ein Prototyp, weil er doch ein bisschen anders ist als die Steifbären, die man, diese Großbären, die man ab 72 hat. Da werden die Auflagen nicht so groß sein. Aber ja, gut, das waren sehr, sehr teure Bären. Wenn man die neu kauft, glaube ich, um die 2.500 Euro. Insofern wird es da nicht so extrem viele geben. Also damals wurde gesagt, es gäbe 12 davon, aber das kann ich natürlich nicht. Aber es ist wirklich eine Kleinserie, ganz fraglos. Und bei Steif, die Schaustücke haben eine ganz große Tradition. Mhm. Also man kann fast sagen, seit Beginn, das beginnt schon 1908, 1909, dass man auf die Messen geht, in die Kaufhausschaufenster mit Feuerwehrszenen, mit einer ganzen Arche Noah, wo die Tierwelt dann paarweise entfaltet wird und dann auf die Arche raufläuft. Und das hat Steif weitergespielt. Mhm. Und noch heute gibt es mechanische Schaufensterdekorationen. Und ich glaube auch, dass dieses hier fast ein Unikat ist. Also wirklich eine kleine
Serie, die als Vorläufer gedacht war. Und Steiff hat eben in den 60er, 70er Jahren solche Testanläufe vorgenommen in den USA. Und das könnte gut eine Erklärung sein, warum er von der Größe und von den Proportionen auch etwas abweicht zu dem, was standardmäßig bei Steiff verzeichnet ist. Und er ist ein wunderbarer Beschützer. Wenn man den, glaube ich, zu Hause stehen hat, es kommt der Einbrecher mit der Taschenlampe und der sieht den an der Ecke stehen. Ja. Der ist, glaube ich, wirklich angsterstarrt. Wenn man aber er guckt viel sieht. Zu nett. Bestimmt. Ja. Er ist ein absolut freundlicher Bär. Ne? Also kein, wo man irgendwie Furcht haben muss. Er fletscht keine Zähne. Ja. Ja. Es ja welche, die das Maul aufreißen, so die sind schon unheimlich. Ja. Im Scheinwerferlicht sieht man auch, dass das Fell so ein bisschen glitzert. Das ist ein Dranon-Webpelz, also eine synthetische Faser, aber eben sehr schön flauschig und weich. Und von der Erhaltung her, muss ich sagen, ist er wirklich in einem super Zustand. Denn die Krallen, die sind nur mit zwei Fäden im Prinzip angenäht und sind häufig dadurch nicht mehr alle erhalten. Aber er ist noch in absoluter Besterhaltung seiner Kräfte. Das ist sehr schön und generell ist der Zustand ein sehr guter, obwohl er sicherlich immer mal von ihnen bekuschelt wurde. Ja, ist viel gestreichelt worden, aber es haben die Kinder damit herumgespielt, deswegen. Ja, und was haben Sie vor mit diesem großartigen Stück? Ich suche auf die Dauer nicht für ihn ein neues Zuhause. Ja, also von Preisen ist es so, dass man im Markt so um die 1200 Euro erreichen kann. Es ist natürlich schwierig, jemanden zu finden, der so viel Platz dafür hat. Ne? Aber er ist wunderschön, ein so sympathischer Großbär. Also ich wäre auch sehr stolz, wenn man so ein Stück zu Hause hätte. Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie uns den gezeigt haben. Es ist das größte Steiftier, das ich mal persönlich so nah in den Händen habe. Objekte auf Augenhöhe, kann man in dem Fall sagen. Nein, etwas vielen Wunderbares. Vielen herzlichen Schmunzelt vor sich hin. Danke. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sein Name ist übrigens Huggy Bear. Möchten Sie ihn demnächst umarmen? Dann melden Sie sich bei uns unter kunstundkrempel.de. Tut's Ihnen nicht doch ein bisschen leid? Ja, natürlich, aber wenn ich dann ein gutes Zuhause für ihn gefunden habe, dann bin ich schon zufrieden. Einem Umzug steht nun nichts mehr im Wege.